Herzlich willkommen auf der kleinen Farm. Ich will euch mal wieder zeigen von den Babys. Die sind wahnsinnig schnell, kratzen mir meine ganzen Beine zusammen. Also ich habe neulich total geblutet, weil die den immer als Kratzbaum benutzen, die Herrschaften. Ich weiß nicht, ob ihr das so toll sehen könnt, weil es ist relativ dunkel hier jetzt. Aber die rennen hier rum. Es ist unglaublich. Versuchen wir hier ein bisschen mehr Licht zu machen. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die sind. Denn mittlerweile kommen die auch vom Kratzbaum rauf und runter, springen wie die Wilden. Ich glaube, ein bisschen gewachsen sind sie mittlerweile. Die sind so durchgeknallt, die zwei. Die hatten auch schon den ersten Kontakt mit Chuma und Naira. Chuma war ganz liebevoll. Oh, Entschuldigung, aber ich muss die runter tun, das tut so weh mit den Krallen. Chuma war ganz liebevoll mit denen. Anfangs haben sie sich erstmal gestellt, sind sofort wieder ins Bad zurückgerannt. Mittlerweile ist es aber so, Vivian zumindest, ist das sehr aufgeschlossen, hat also auch schon Nasenkontakt mit Chuma gehabt. Mit Naira muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil die sieht es dann eher als Beute. Aber zumindest hat sie schon mal gesehen. Auch mit Sam und Nakoma hatten sie schon Kontakt, aber das ist ihnen nur so gar nicht geheuer. Also mit Sam hatten sie auch schon Nasenkontakt, dann sind sie aber beide zurückgesprungen, sowohl der Sam als auch die Babys. Ach, es ist echt unglaublich, wie die da rumspringen hier. Der Nakoma war dem Ganzen etwas skeptischer gegenüber gestanden. Also das ist, aber so nacheinander kriegen sie dann einfach auch mal mit den anderen Kontakt. Das ist aber nur kurz, weil das ist einfach noch nicht so weit. Die Babys sind viel zu aufgewühlt und die Großen, da muss ich einfach noch ein bisschen aufpassen. Also mit den Weibchen, mit den Großen haben sie noch keinen Kontakt gehabt. Das wird ein bisschen schwieriger, vor allem mit der Wolf. Weil die Wolf, die ist, die haut dann schon mal richtig zu und da müssen sie einfach auch größer sein, um dass sie das vertragen können. Weil die Wolf, gerade wenn es ums Essen geht, da kennt die keine Freunde mehr, ja. Also das hat sie auch mit dem Mike gemacht. Von dem her, das sollten sie mindestens, so 3 Monate oder was müssten sie schon sein, damit sie das auch abhaben können. Ihr seht, also die springen hier rum wie die Wilden. Meine Schuhe lieben sie über alles, auch meine Strümpfe. Deswegen habe ich die jetzt auch schon ausgezogen, weil die beißen mir echt in die Zehen rein. Also die sind unglaublich, die zwei, ja. Aber ja, so sind halt nun mal Babys. Also ganz so kleine hatte ich noch nie. Meistens waren sie schon so 3 Monate alt. Also sie kannten zumindest schon mal das Klo. Au, ach, Entschuldigung. Das ist unglaublich. Das wird jetzt so langsam, aber sicher auch besser. Also ich habe hier so eine große Obstkiste jetzt hingestellt. Den Schuhkarton, da springen sie rein. Also das brauchen sie normalerweise jetzt gar nicht mehr, aber die haben so Spaß damit. Deswegen lasse ich das einfach noch stehen. Also die können da rein und raus und schaut mal das an. Das ist doch Wahnsinn, oder? Die springen hier rum wie die Gestörten. Ja, mit dem Schränkchen muss ich mir jetzt langsam aber sicher auch was einfallen lassen, weil da ziehen sie mir schon das Handtuch weg. Da stehen aber jetzt die Sachen noch drauf, Handtücher und Futter und alles Mögliche. Aber ich habe einfach zu wenig Platz hier in dem Bad. Es wird langsam ein bisschen eng hier. Aber sie müssen trotzdem noch ein bisschen aushalten. Also ich lasse sie auch so 1-2 Mal täglich, lasse ich sie schon in die Küche. Bloß ich hatte schon das Problem, dass sie mir dann unter den Schrank gekommen sind und ich krieg die dann da nicht mehr vor. Ja, also deswegen, ja, die müssen einfach noch ein bisschen warten, bis die ein bisschen größer sind. Das, schaut euch das mal an, wie die rennen. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist echt unglaublich, oder?
Also jetzt sind die, naja, 3 Wochen oder was, sind sie jetzt da? Ich glaube ja, 3 Wochen müssten es jetzt sein. In denen 3 Wochen, also unglaublich, unglaublich, wie die sich entwickelt haben. Wahnsinn, wie die da rauf und runter springen. Also meine Beine leiden unglaublich darunter. Ich bin total zerkratzt und ja, Blut läuft auch, so ist es nicht. Sie haben natürlich kleine, spitze Krallen und denen ist das so wurscht, wie sonst mal was mit meinen Beinen ist. Die sehen das eher als Kratzbaum. Naja, na gut, ich wollte euch einfach mal wieder zeigen, was aus den Kleinen geworden ist. Die sind so irre. Die sind absolut irre, die zwei. Und ihr seht, es geht ihnen gut. Dicke Bäuche haben sie, ein ganzseitig weiches Fell haben sie, die Augen sind vollkommen okay. Und putzmunter sind sie. Vielleicht ein bisschen zu viel. Nun gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Video. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und ja, wer gerne Katzenstreu, Katzenfutter, Trocken- oder Nassfutter oder sonstiges, was man für Katzen so brauchen kann, spenden möchte, freue ich mich natürlich auch. Ja, schreibt mich einfach an und dann kriegt ihr die Adresse, wenn ihr da was habt. Ja? Gut. Okay, dann einen schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Video.